Krieg gegen die Bücher, den sehen wir ja immer wieder. Auch jetzt, oder? Im 21. Jahrhundert ist unglaublich. Und irgendwie ist das der Krieg gegen die Wahrheit. Gegen was Zivilisation erarbeitet hat, weiss. Zivilisation wird nur Forschung an, wenn man die Wahrheit, was man gelehrt hat über die Zeit, auch weiterbringt. Da spielt Technologie natürlich eine Rolle, die sehr klar ist. Technologie wird eigentlich gebraucht, um den Wirtschaftswachstum irgendwie anzukurbeln, nicht um unbedingt Zivilisation besser zu machen. Irgendwie ist natürlich das Horrorszenario, aber das Horrorszenario sieht man jetzt auf in der heutigen Welt. Das ist nicht nur im Fahrenheit 451. Der Film bedeutet heute immer noch, dass man sehr aufpassen muss mit totalitären Gesellschaften, mit Ideen, die Gleichschaltung promovieren. The Ethics of Aristotle. Now, anybody that read that must believe he's a cut above anybody that hadn't. See, it's no good, Montag. We've all got to be alike. The only way to be happy is for everyone to be made equal. So, we must burn the books, Montag. All the books. Die Wissenschaft ist natürlich versucht, die Wahrheit zu eruieren. Aber der Prozess ist sehr kompliziert, braucht viel Zeit, macht Fehler, korrigiert Fehler und so weiter. Aber schlussendlich ist das Ziel der Wissenschaft ist, die Wahrheit zu finden. Oder wenigstens annähernd die Wahrheit zu finden. Und von dem aus gesehen, dort im Gegenteil, die Wissenschaft befreit den Mensch, weil die Unsicherheiten werden von der Wissenschaft weggenommen. Dass der Ray Bradbury das eigentlich, 50, 70 Jahre vorausgesehen hat, zeigt, wie stark und visionär er als Science-Fiction-Schriftsteller ist. Es ist noch viel aktueller jetzt als in den 60er Jahren. Ja, natürlich, da werden wir auf soziale Netzwerke kommen und so weiter, wo im Prinzip das Risiko haben, dass eben die Gesellschaft aufgespaltet wird. Dass irgendwie so kleine Inseln von Mikrowahrheiten entstehen und dass die Leute eigentlich nicht mehr kommunizieren. What is it? Let me see. Tales of Mystery and Imagination by Edgar Allan Poe. Learn it quickly so that we can burn it. You burn it? Yes, of course, we have to, so that no one can take them away from us. Yes, we burn the books, but we keep them up here, where nobody can find them. Der bleibende Eindruck ist natürlich das Ende vom Film, wo der Montague in den Wald geht, wo die Leute eigentlich die ganze die Wahrheit von der Zivilisation, die in den Büchern sind, ihrem Kopf haben, damit sie eben nicht verschwinden kann. Und jede Person ist ein Buch, oder? Und irgendwie ist das total faszinierend. Première femme de mon père. Eine Zeit war ihm eine Last. Et pas de garçon. Et la vie mariée. Endulcinea del Toro.